Landeswelle Thüringen. Sportfrei Isabel Schmidt hier heute mal im Auftrag des Sportes, des Kugelstoßens, denn die ganze Weltprominenz kommt nach Nordhausen. Zum Kugelstoßen haben wir uns gedacht, naja, das ist immer noch ein Thema, wird immer noch unterrichtet an den Schulen. Warum nicht? Probieren wir es einfach mal aus. Und ich habe mir Unterstützung geholt von Richard Debuch. Er ist Übungsleiter und Trainer für Wurf hier bei uns in Erfurt. Und wir haben uns überlegt, Sie bringen mir das einfach mal bei. Worauf kommt es denn jetzt beim Werfen drauf an? Es ist ein Kugelstoß, also es ist erstmal kein Wurf, sondern wenn er geworfen wird, würde oder die Kugel geworfen würde, wäre es ungültig. Man muss es also stoßen. Das heißt, die Kugel liegt am Hals und wird dann praktisch über die Finger nach vorne ausgestoßen. Wie weit ist denn jetzt das Weiteste, was es bis jetzt schon gab an Sachen Weltrekord? Also bei den Männern ist das über 23 Meter, 23,12 Meter und bei den Frauen sind das 22 Meter. 63. Ja, Funkhausgarten wird heute mal quasi umfunktioniert und wir versuchen das jetzt gleich mal selber und wir gucken mal, wie weit das ist. Und ich habe mich auch natürlich wirklich sehr gut darauf vorbereitet. Ja. Tagelang. Wir versuchen es jetzt. Herr Debuch erklärt mir jetzt mal, worauf es denn ankommt. Wir haben zwei Kugeln jetzt hier dabei. Was ist jetzt der Unterschied? Eine ist größer, eine ist kleiner, ganz klar. Das heißt, was ist für wen? Das ist eine Frauenkugel, die hat ungefähr 95 cm Durchmesser und wiegt 4000 Gramm, also 4 Kilogramm. Und das ist die Männerkugel, die hat also über 100 den Durchmesser und wiegt 7,26 Kilogramm. So, schon mal zum Warmwerden. Moment. Ja, Vorsicht. Nee, das ist ganz leicht. Das ist kein Problem. Ja, ist schon ordentlich Gewicht drauf. Ich hätte aber sowieso eher die. Und welche wird denn jetzt zum Wettkampf genommen? Also was ist denn jetzt in Nordhausen eher gebräuchlich? Na, in Nordhausen wird man die 4 Kilogramm Kugel sehen, die für die Frauenaltersklassen zur Anwendung kommt und bei den Männern, also beim David Storl, unserem Weltmeister, die 7,26 Kilogramm Kugel. Also das ist reglementiert festgelegt und da gibt es auch nichts dran zu rütteln. Nee, rütteln ist mit der eh nicht so viel. Na gut, Sie können das ja sowieso besser als ich, deswegen würde ich sagen, zeigen Sie uns doch bitte mal, wie das funktioniert und vielleicht erklären Sie uns nebenbei, wie man es denn nur richtig macht. Also wie kriegt man eine 1 in Sport, ne? Was wir ja alle immer wollten, mehr oder weniger. Die Kugel wird auf die Handwurzelknochen gelegt, sodass also praktisch die Kugel mehr oder weniger wie in einem kleinen Korb gehalten wird. Und dann wird sie an den Hals gedrückt, also zwischen Kinn und Schlüsselbein, sodass dann eine Körperposition entsteht, wo man die Kugel dann entsprechend auch weit stoßen kann. So, dann haben wir uns jetzt locker gemacht. Hände ein bisschen. Standstoß zeigen. Den Standstoß, okay. Soll ich mal in Sicherheitsabstand erstmal schon mal gehen? Schon mal, ja, die ist total leicht. Mache ich das schon mal sehr galant? Ist das schon mal richtig? Ja, habe ich schon mal richtig? Jetzt wird es schon wieder schwieriger. Ja. Ach so, immer wenn es schwierig wird, mache ich es richtig wahrscheinlich. Eine andere Hand. So, Sie zeigen uns das jetzt erstmal, wie das geht. In die Stoßauslage und befördere die Kugel nach vorne. Das war weit. Das war eindeutig weit. Aber sie können das halt. Ich kann das ja nicht. Ich bleib einfach hier stehen und gucke mal, was passiert. Vielleicht kann ich es ja von allein irgendwie. Ich wage jetzt den Selbstversuch. Ja, also schöne Grüße an Frau Eismann, meine alte Sportlehrerin. Ich habe mich immer bemüht. Ich hoffe, das hat man auch auf meinem Zeugnis gesehen. Und Herr Debuch wird mich jetzt zu maximalen Erfolgen bringen, hoffe ich. Ich gebe mein Bestes. Ja. Und bei Ihnen bringe ich das auch. Ja, yeah. Ich will ja eine 1 kriegen. Genau. So, also jetzt mehr in die Finger legen, haben Sie gesagt. Und jetzt an den Hals. An den Hals. Und dann die Stoßauslage einnehmen. Das müssen Sie mir nochmal zeigen. Dann die Stoßauslage. Okay. Nicht auf dem rechten Bein. Also so? Jawohl. Mit Ellbogen etwas nach oben. Okay. Und die linke Hand muss weg. So in diese Richtung. So. Okay. Jetzt Schwung holen aus dem Bein. Ja. Ich
Ich würde sagen, geht mal aus dem Bild, weil das wird echt, glaube ich, jetzt. Ich würde sagen, ich bin reif für Olympia. Vielen Dank. Landeswelle Thüringen.